Der großen Schlagworte der letzten Jahre heißt Bildungsreform. Einige Bildungsbürokraten haben zu diesem Zweck die Bologna-Dokumente formuliert. Sie sollen dazu beitragen, dass das Studium an europäischen Universitäten transparenter und effizienter wird. Die Bildung soll also reformiert werden. Ist es das, was wir brauchen? Mal ganz abgesehen davon, dass die Vorsilbe re immer auch ein Zurück andeutet, ist zu fragen, in welcher Form diese Bildung in welche Form gegossen werden soll. Ist Vergleichbarkeit ein Ziel, das Effizienzsteigerung gewährleistet? Man kann auch Schrott mit Schrott vergleichen. Was für eine Effizienz? Gegebenenfalls ist Effizienz auch praktisch wirksam und effektiv. Was meint Bildung? Und was heißt in diesem Zusammenhang studieren? Wenn Praxis uns Entscheidungen abverlangt, wie lassen sich Entscheidungen studieren? Und wie lässt sich Entscheidungsfähigkeit verbessern? Sind Entscheidungen im Studium praktischen Entscheidungen, also außerhalb der Universität, vergleichbar? Kann praktisches Entscheidungsverhalten beim Studieren simuliert und erlernt werden? Wer glaubt, dass diese Fragen beantwortet sind, irrt. Gerade deshalb ist es lohnend und notwendend, den Fragen wendig nachzugehen und kreative Vorschläge zu entwickeln, vorzubereiten. Der Weg entsteht beim Gehen, gehen wir es an, wieder einmal. Gedankengang. Als ich eingeladen wurde, habe ich mich sehr gefreut und dafür bedanke ich mich auch herzlich. Es ist nicht so oft, dass ich in den letzten 12 Jahren mal wieder hier war, aber ich glaube, das 4. Mal ist es dann doch heute. Allerdings hieß bei der Einladung das Thema Bildung als Praxis der Freiheit. Ich glaube sogar Bildung als Praxis der Freiheit heute. Heute habe ich gleichgestuft. Heute ist immer. Heute ist immer heute. Gestern wissen wir nichts und morgen wissen wir auch nichts. Also da müssen wir uns dann schon auf morgen verlassen, bis das heute wird. Aber dann habe ich noch eine Änderung vorgenommen und darum gebeten, zum Teil ist die auch gedruckt worden im Programmheft, nämlich das Thema zu ändern und nicht nur heute zu streichen. So werde ich heute reden über Studieren als Praxis der Freiheit. Und ich werde versuchen zu erläutern, warum ich das Thema so verändert haben wollte. Controller wie ich sind immer verliebt in Differenzen. Zum einen wissen sie, dass das Übereinstimmen von Soll und Ist fast immer gemogelt ist, seine Geschichte hat, die ungern erzählt wird. Aber das ist nicht das Entscheidende. Controller wissen, dass Potenziale verschenkt werden, wenn Differenzen bestraft und deshalb versteckt werden. Hier hilft Camouflage nicht weiter. Sie ist kontraproduktiv. Das ist nämlich immer die Realität, auch wenn sie nicht eindeutig ist und vielleicht auch nicht gewollt erscheint. Die Differenz zum Soll zeigt an, dass gemessen an den uns vermittelten und zur Verfügung stehenden Messmethoden unsere Wünsche sich nicht haben erfüllen lassen. Wäre das alles, wäre es trivial. Die Differenz von Ist und Soll macht vor allem aber deutlich, dass Wünschen und Wollen nicht ausreichen, um das Tun präzise auf hehre oder auch weniger hehre Ziele auszurichten. Und dass das Tun unerschöpflich weitere Fragen aufwirft, beziehungsweise neue kreiert. Dass das Tun beim Betrachten von Soll und Ist, das Betrachten wie das Bewerten, die Betrachter wie die Bewerter zusätzlich verändert.
Physiker mögen sich an Heisenbergs Unschärferelation erinnern, das ist genau das Gleiche. Also Fragen über Fragen. Ja, ja, werden Sie vielleicht sagen, was ist mit den Antworten? Da ist die Antwort einfach, Gemach eurer Gnaden. Was kann daran? Das Problem der Frage in einer konkreten, nicht trivialen Situation ist, dass wir unter diesen Bedingungen Fragen stellen und beantworten müssen, obwohl wir das nicht abschließend können. Und wir beantworten sie, die aufkommenden, kaum oder meist nicht oder häufig nicht zu durchschauenden Fragen. Das muss so sein, manchmal mehr, manchmal weniger. Wir nennen die Antwort Praxis. Erstaunlich oft gelingt sie. Manchmal auch nur, weil das Erreichte mehr oder weniger reflektiert, rationalisierend dargestellt wird. So bleibt häufig erneut zu fragen, in welchem Rahmen Fragen und Antworten bzw. die Praxis der Handhabung komplexer Situationen gelingt. Das gilt auch für erfolgreiche Antworten. Gerade für Sie, bekanntlich lässt sich aus Erfolgen nicht fundamental lernen, da der Erfolg in aller Regel viele Einflussgrößen haben kann, die wir nicht kennen. Und die auch nicht ausgeschlossen werden durch den Erfolg. Wer weiß, welche Kombination zu welchem Ergebnis geführt hat. Meistens wissen wir es nicht. Die Frage bezüglich der praktischen Antworten ist immer, ob unser Glaube an unsere Beherrschbarkeit der Situation nach einem Erfolg noch trägt. Unser Glaube. Stimmt die Glaubenslehre? Stimmt der Rahmen unseres Managementhandelns noch? Werden diese Grundwerte in Zukunft noch stimmen, noch angemessen sein, zeitgemäß? Und was entscheidender ist, weil es uns betrifft, sehen wir den Rahmen noch angemessen, zeitgemäß und reflektieren ihn? Der Rahmen unseres Handelns und Verhaltens ist nicht selbsterklärend. Wird akzeptiert, dass es Rahmenbedingungen gibt, kann versucht werden, sie zu betrachten, zu untersuchen, zu überschreiten, zu sprengen, zu verändern, um neuem praktischen Bewegen Raum zu geben. Natürlich schauen wir uns bei unserer Suche nach Antworten um. Selten ist bei aufkommenden komplexen Fragen, Problemen oder Konflikten Zeit für eine Grundsatzdiskussion. Zumeist wird das oft gemeint, dass diese Zeit fehlt. Kein Wunder, dass dann derartige Ad-hoc-Grundsatzdiskussionen in aller Regel nicht auf Gegenliebe stoßen. Bei Hans Moser heißt das in einer berühmten Szene, in der mit einem anderen Möbelpacker, Paul Hörbiger, einen Schrank eine Treppe hinaufschleppen soll. Wie nehmen wir ihn denn? Schnaufend und hustend gehen sie die Aufgabe an, erst so, dann anders und dann nochmal anders. Es bleibt eine Schinderei, aber sie schaffen es irgendwie. Entscheidend ist, dass die beiden Möbelpacker sich Gedanken machen, aber mit der Arbeit nicht erst anfangen, als diese Gedanken endgültig an ein Ende gekommen sind. Dann würden sie nie ankommen. Anfangen, das Umsetzen der Gedanken, ist mehr ein Versuch, ein waches Drehen und Wenden. Es zeigt, wie weit unsere Gedanken getragen haben und wo wir improvisieren müssen und neu ansetzen müssen, sollten, könnten, vielleicht es auch nicht schaffen. Waches Drehen und Wenden. Wir können dabei viel lernen und Wissen akkumulieren. Und es lohnt sich, viel zu wissen. Viele nennen das Bildung haben. Aber letztendlich kommen wir immer wieder in komplexe Situationen, in denen Bildung haben allein nicht genügt. Der berühmte japanische Dichter Buson schreibt in einem Haiku: Da ist nichts weiter. Der Weg kommt an ein Ende in Petersilie. Und was nun in dieser Petersilie?
Soll der Schrank da stehen bleiben? Smile mit Facebook oder Daumen nach oben, Like oder auch nicht? Oder lächelt Bildung? Meist stellen wir bei wirklichen, also komplexen Fragen fest, Bildung im Sinne von viel Wissen hilft mitunter, reicht aber nicht. In der Regel nicht einmal für die Millionenshow und dort sind die Fragen gar nicht komplex. Komplexe Fragen haben keine abschließende Antwort. Wir müssen sie handhaben, die Fragen und die Antworten. Wir müssen, besser gesagt, das handhaben, das Fragen und das Antworten. Und was dann? Ist eine praktische Entscheidung gefallen, zeigt sich ihre Unzulänglichkeit in der an die Entscheidung anschließende Umsetzung. Die Sperrigkeit der abstrakten Entscheidung, die Sperrigkeit des Gewaltakts Entscheidung muss geschliffen, geglättet, gedreht, gewendet und irgendwie handsam gemacht werden. Mit der Entscheidung, gewissermaßen dem amtlichen Bescheid, ist nicht mehr getan, als eine Machtposition auszuspielen und aus dieser Machtposition heraus basta zu sagen. Genug geredet, jetzt wird getan. Auch ich möchte jetzt nicht weiter drum herum reden, obwohl praktisches Studieren sehr viel drum herum reden ist und drehen und wenden. Lassen Sie sich von mir zu solchen Drehen und Wenden mitnehmen in eine Veranstaltung der berufsbegleitenden Weiterbildung. Dabei sollte sich zeigen, dass das Thema Studieren als Praxis der Freiheit praktisch zu erschließen ist. Bitte lassen Sie sich deshalb auf ein kleines Experiment ein. Denken Sie an einen Rahmen. Also nicht an die Nudelsuppe, die es in der Innenstadt in irgendeinem chinesisch-japanischen Restaurant gibt, sondern an einen Rahmen. Bitte nehmen Sie ein Blatt Papier, wenn Sie eins vor sich haben, und zeichnen Sie einen Rahmen. Das muss kein großes Kunstwerk sein, sondern einfach ein Rahmen. Und wenn Sie fertig sind, schauen Sie mal zu Ihrer Nachbarin und Ihrem Nachbarn, was die für einen Rahmen gezeichnet haben. Ein Rahmen. Was fällt Ihnen auf? Sind alle gleich? Wie unterscheiden Sie sich? Wer hat unterschiedliche Größen festgestellt? Wer hat unterschiedliche Striche festgestellt? Unterschiedliche Farben. Wahrscheinlich können Sie bei all diesen Fragen immer alle aufzeichnen. Unterschiedliche Formen. Ja. Wer hat einen rechteckigen Rahmen gezeichnet? Oh. Die Mehrheit. Wer hat einen runden Rahmen gezeichnet? Ja, super. Wer hat einen ovalen Rahmen gezeichnet? Wessen Rahmen lässt sich mit rechteckig, rund, oval nicht beschreiben? Es gibt Künstler, die lehnen es ab, dass ihre Bilder in Rahmen gerahmt werden. Finde ich immer ganz sympathisch und auch zutreffend. Wir könnten jetzt lange so weitermachen. Es würden die unterschiedlichsten Rahmen zu Wege kommen, aber ich habe das mal eben in so einem Weiterbildungsseminar gemacht und habe gesagt, also zeichnen Sie einen Rahmen und alle hatten einen rechteckigen gezeichnet. Dann habe ich gesagt, wieso haben Sie alle einen rechteckigen gezeichnet? Hat sich eine Teilnehmerin gemeldet und hat gesagt, ich wollte eigentlich einen ovalen zeichnen. Aber dann habe ich nach rechts und links geschaut, die hatten alle rechteckige, da habe ich auch ein rechteckiges. Die Veranstaltung, von der ich berichte, heißt gesellschaftliche Rahmenbedingungen des Managements. Lassen wir mal die Fragen offen, auch die beliebig vielen, die es noch gibt.
Ich benutze die Rahmenmetapher und das Rahmenexperiment eben gelegentlich in dieser Veranstaltung gesellschaftliche Rahmenbedingungen des Managementhandelns. Das ist der letzte Kurs in einem Mastermodul. In diesem Kurs sollen die Fäden der übrigen Kurse dieses Moduls verknüpft werden. Das vorher gesponnene Garn heißt Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Erbrecht, Volkswirtschaftslehre, Mikro- und Makrotheorie, Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ebenso ist über strategisches Management, Informations- und Innovationsmanagement, Unternehmensgründungen, Mitarbeiterführung und so weiter, Wirtschaftsethik, Unternehmensführung und Ökologie geregelt worden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, fast alle mit abgeschlossenem Studium, mit unterschiedlichsten Fächern, manche promoviert, kommen aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Unternehmen, öffentliche Verwaltung, Schulen, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Non-Profit-Organisationen, Verbände, Vereine, Kirchen, öffentliche und private Verkehrsbetriebe, Universitäten, Bundeswehr und Bundesliga-Vereine, zum Beispiel Bayer Leverkusen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind meist Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, manchmal einen kurzen Schritt davor oder auch schon einen darüber hinaus. Sie alle haben die vorausgegangenen Kurse engagiert besucht und sind hochmotiviert, denn es sind ihre Zeit und ihr Geld, die sie in diese Weiterbildung investieren. Ginge es um eine tradierte Prüfungsleistung, ließe sich sagen, die Wissenssilos laufen fast über. Die Studierenden sind fit wie Turnschuhe. Ganz zufrieden sind sie dennoch nicht. Sie fanden zwar die Kurse für sich genommen, meist sehr gut bis bestens, was ihnen allerdings fehlt und was sie beklagen, ist der Zusammenhang, der sich ihnen nicht erschlossen hat. Darauf hoffen Sie jetzt zum Schluss. Der Schlussstein soll gesetzt werden. Und dann diese blöde Zeichenaufgabe. Zeichnen Sie einen Rahmen. Gutmütig, aber leicht konsterniert machen Sie mit. Sie sind Kummer gewöhnt. Der erste Schock liegt zu diesem Zeitpunkt bereits 4 Wochen zurück. In einem Brief zur Begrüßung zu dem in einem Monat stattfindenden Kurs bitte ich Sie alle, mir einen kleinen, offenen Alltagsfall zu schildern, maximal eine Seite, lieber weniger, denn ich muss ihn lesen. Er soll von einem Problem, einem Konflikt, einem Widerspruch, einer Frage berichten, die die Teilnehmerin oder den Teilnehmer schon länger und immer wieder beschäftigt. Vor Ort, bei seiner oder ihrer beruflichen Tätigkeit, ohne dass es zu einer befriedigenden Bewegung oder gar zu einem Abschluss kommt. Das muss kein Albtraum sein, aber manchmal ist es auch das. Die Kollegin, der neue Mitarbeiter, der Vorgesetzte, die unsichere Ärztin im Krankenhaus, die Patienten durch ihre Zuwendung abhängig macht, Mobbing in der Schule, Reklamation bei der Bundesbahn, Hooligans bei Bundesliga-Vereinen und die Sicherung dagegen. Alle senden den Fall an mich und die übrigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ab und zu fragt jemand nach, was das soll. Die Aufgabe wäre zu unspezifisch, man könne gar nicht wissen, worauf das hinauslaufen solle und daher wenig damit anfangen. Ich antworte dann, danke für Ihren Fall, auch für Ihre Frage. Ich kann im Augenblick aber nur eine Gegenfrage stellen. Ist das mit den Situationen, also dieses unspezifische und man weiß nicht, wo es hingehen soll, ist das mit den Situationen, die Sie umtreiben und in Ihrem Fall beschreiben und in Ihrer Praxis anders? Und versuchen Sie dann nicht irgendetwas, was sinnvoll sein könnte? Ohne Netz und doppelten Boden oder vielleicht auch mit? Also nur Mut. Es gibt keine schlechten Fälle, sondern nur Ihren Fall. Die Verunsicherung kommt meist in erster Linie aus dem bisher gelernten Umgang mit sogenannten Fällen. Viele Fälle, vor allem in der deutschsprachigen Betriebswirtschaftslehre, Literatur und ähnlichen Fallsammlungen, vielen dieser Fälle sieht man an, auf welche Antwort
auf welche Bearbeitungsform, welche Formel, welche Instrumente, Tools, Werkzeuge sie zielen. Wenn 4 mal x gleich 16 ist, wie hoch ist dann x? Es gibt viele solcher trivialer Fälle. Auch in der Praxis. Und sie müssen bearbeitet werden, wenn sie aufkommen. Da muss man eben manchmal wissen, ob man einen 16er oder 17er Schlüssel braucht. Sonst geht's nicht. Das kann man lernen und bei Bedarf einsetzen. Die Pädagogik, die für dieses Lernen notwendig ist, nenne ich Sudoku-Pädagogik. Sudoku-Pädagogik bereitet nicht auf komplexe Praxis vor. Sie stellt keine echten Fragen, sondern übt Standards ein, mitunter auch vermeintliche Standards. Man kann eigentlich nichts falsch machen, und manchmal braucht man länger, manchmal weniger. Es gibt berühmte Musiker, die beherrschen einige vermeintliche Standards nicht. Beispielsweise können nicht alle Musiker Noten lesen. Manchmal sind sogar Virtuosen daraus geworden, Django Reinhardt zum Beispiel. Gut, hören Sie sagen, aber ein Schriftsteller muss lesen und schreiben können. Ja, schon, aber es gibt und gab Kulturen, in denen niemand lesen und schreiben konnte. So wurden die noch nicht arbeitsfähigen Schriftsteller Geschichtenerzähler. Manchmal wurden die Geschichten später von irgendjemand, zum Beispiel den Gebrüdern Grimm, aufgeschrieben. Meist haben sie dabei ihren unmittelbaren Praxisbezug verloren und sind abstrakt und Märchen geworden, Standards, um Kindern unnötigerweise Angst zu machen. Im orientalischen Bazar gab es bis vor kurzem noch Geschichtenerzähler. Und da standen Erwachsene drumherum und haben die Geschichten heiß diskutiert. Ich weiß nicht, ob sich das schon massiv geändert hat, aber neulich habe ich gesehen, dass so ein Geschichtenerzähler im Bazar von seinem Tablet abgelesen hat. Ich glaube, das ist kein Fortschritt. Also lesen kann man. Bei aufgeschriebenen Märchen geht es eben auch so, dass sie heute vielleicht versuchsweise juristisch, wirtschaftswissenschaftlich, pädagogisch oder psychoanalytisch zu dekonstruieren versucht werden. Aber das sind eben nicht mehr die Märchen, die einen praktischen Bezug hatten und heiß diskutiert werden mussten aufgrund ihrer Passform in der konkreten Situation. Es bleibt dabei Sudoku. Leicht, mittelschwer, extrem schwierig ist immer machbar, Überraschungen sind ausgeschlossen. Wer firm ist, kennt das Verfahren, wird vielleicht auch Bauch werden. Der Bauch spielt auch mit und es ist eine komische Verzerrung in der Entscheidungstheorie, dass die Kopfentscheidungen ausführlich behandelt werden und die Bauchentscheidungen mit Ausnahme ganz weniger Autoren eher abgewertet werden. Die müssten eigentlich genauso betrachtet werden, wenn man schon Wissenschaft darüber machen will. Machen wir uns bewusst, dass der Rahmen der Lehrbücher, Gesetze, Vorschriften, Regularien nie vollständig ist. Eigentlich sollten solche Rahmenversuche nur Versatzstücke andeuten, was gerade üblich ist oder häufig so gesehen wird. Und wenn man das in einen Rahmen einzeichnen würde, dann ist halt ein Stückchen des Rahmens Arbeitsrecht und ein Stückchen des BWL und ein Stückchen ist VWL und dazwischen bleiben riesige Lücken und das ist gut so, denn da kann die eigene Praxis, die durch diese Versatzstücke nicht abgebildet wird, eingefügt werden oder zumindest versuchsweise eingefügt werden. Lückenhaft und auszudeuten, der Rahmen ist der Rahmen und das Bild darin ist in der Praxis das Tun des Praktikers. Da kommt man nicht dran vorbei. Schauen wir uns, um es noch deutlicher zu machen, einen Sudoku-Fall aus der Praxis an. Der Geschäftsführer der Stadt, der Verkehrsbetriebe einer Großstadt hatte festgestellt, dass der Umsatz schneller steigt, seitdem sie die Schwarzfahrer kontrollieren, der Umsatz steigt
und der Gewinn schneller als der Umsatz. Das hat ihn überrascht und er hat zu seinem Controller gesagt, überprüfen Sie doch einmal, was da los ist. Und der Controller hat sich hingesetzt und ein Rechenverfahren und ein Modell gemacht und dem Geschäftsführer vorgelegt. Und er hat es nicht verstanden, aber er fand es plausibel. Er konnte sich aber auch nicht damit auseinandersetzen, weil er in eine Bürgerversammlung für eine neue Straßenbahnlinie gehen musste. Aber die Frage hat ihn nicht losgelassen. Und ein paar Tage später sitzt er in der Kantine, dieser Geschäftsführer beim Mittagessen. Neben ihm ist ein Busfahrer. Sie unterhalten sich um dies und das, Wetter, die Kinder, Qualitätszirkel, Arbeit der Busfahrer, über Sauberheit im Bus, Sicherheit im Bus, Verhindern liegen gebliebener Sachen, vergessen oder entsorgt. Plötzlich fällt dem Geschäftsführer wieder diese Frage ein, wieso steigt der Gewinn überproportional zu den Umsätzen? Und er fragt den Fahrer, haben Sie eine Idee? Der Fahrer sagt, ja, ich glaube schon. Da bin ich aber gespannt. Haben Sie eine Idee? Warum steigen in dieser Stadt, nachdem verstärkt Schwarzfahrer kontrolliert werden, die Umsätze und die Gewinne noch stärker als die Umsätze? Überproportional. Aber warum überproportional? Die Kosten bleiben ja, überproportional. Ich will jetzt da nicht lange rumrätseln. Es ist, in der BWL würde man das unter Deckungsbeitragsrechnung einordnen. Der Deckungsbeitrag der Einzelfahrscheine ist höher als der Deckungsbeitrag der Abo- oder Mehrfachfahrscheine. Und da die Schwarzfahrer, das sind ja Gelegenheitsfahrer, ja, nicht jetzt deswegen eine Monatskarte kaufen oder eine Wochenkarte oder 10-Fahrtenkarte, kaufen sie Einzelfahrscheine und damit tragen sie mehr zum Gewinn bei als all die anderen, die billigeren Fahrscheine kaufen. So, das leuchtet zunächst einmal ein, würde man in der BWL unter Deckungsbeitragsrechnung einordnen, aber in der Geschichte sind ganz viele Annahmen drin. Denen könnte man nachgehen, damit man überhaupt ein bisschen besser Bescheid weiß, worüber reden wir hier, wenn wir so einfach sagen, die Gewinne steigen überproportional. Also was sind Annahmen? Zum Beispiel, gehen die Erträge aus den Bestrafungen der Schwarzfahrer in die Rechnung ein oder sind es außerordentliche Erträge? Nur als ein Beispiel. Ja. Wie ist es mit der Bezahlung der Kontrolleure? Geht es auch in die Kostenrechnung mit ein oder ist es außerordentlicher Aufwand und so weiter und so weiter? Was sagt denn der Fahrer? Der Direktor sagt, ja, die Einzelfahrkarten bringen im Verhältnis einfach mehr an Gewinn ein als die Dauerkarten und die Mehrfahrtenscheine. Und wenn nun mehr ehemalige Schwarzfahrer Einzelkarten kaufen, weil sie das Schwarzfahren doch als zu teuer erleben, verschiebt sich das Verhältnis weiter zu den Einzelkarten. Ja, freute sich der Chef, jetzt habe ich das auch kapiert. Wenn Sie mal nicht fahren müssen, gebe ich Ihnen ein Bier aus. Der Fahrer grinste und sagte, ich habe dort Dienstschluss. Eigentlich ganz einfach. Und es ist ja auch einfach. Und auch der Controller hatte nichts Falsches da erzählt. Er hatte es nur in seiner Sprache erzählt und es war nicht die seines Geschäftsführers und auch nicht die des Fahrers.
war halt eine Übersetzung wäre nötig gewesen, was auch wieder Kosten verursacht hätte. Also es ist eine endlose Geschichte, wenn man die mal nachdenkt. Das Hohelied der Bürokratie sagt uns, wir vereinfachen manches und sparen damit Zeit und Kosten. Und es ist nachlesbar bei Max Weber. Und es ist ganz toll, wie das ist mit der Bürokratie. Und wir sparen Zeit und Kosten. Allerdings nicht immer, weil manchmal sträuben sich uns die Nackenhaare, wenn wir aufs Amt müssen, weil wir wie das, oh, wo werden wir wieder hingestellt, was werden die wieder alles wissen wollen und warum und wieso und weshalb. Wenn das passiert, dann ist der Preis, der für die Beschleunigung durch Bürokratie bezahlt wurde, eben so hoch, weil die Ausführenden einer gedankenlosen Norm verfallen sind und mechanisch einfach ihren Job abwickeln. Und die notwendigen Verfassungsänderungen, die die Sache weniger langweilig und ermüdend und sonst wie machen, unterbleiben. Der notwendige hermeneutische Deutungsprozess wird vergessen, der bei jedem Anwenden einer Regel bewusst oder unbewusst abläuft. Und damit wird die Regel eben für viele Leute falsch. In einem Fall hat sie gepasst und jetzt wird es über alles drüber geschlagen und es passt eben nicht mehr. Das Ausdeuten ist angesagt, weil die Annahmen und Voraussetzungen dieser Instrumente und Regulierungen geprüft werden müssen. Die Handlungsweise wird sonst ahistorisch, trotz ihrer Geschichte. So wird es schwer, rechtzeitig zu erkennen, dass eine Verfassungsänderung anstünde. Vielleicht verhindern auch übergeordnete Verfahrensregeln oder autoritäre Vorgesetzte oder Lehrer dieses Erkennen und entsprechende Eingreifen. Deshalb stellt sich bei erwartetem Dienst nach Vorschrift, stellen sich uns die Nackenhaare auf, wenn wir in ein Amt müssen. Tradition is silent, heißt es bei Pierre Bourdieu, zumindest in der englischen Übersetzung. Tradition hält still, aktiv wie passiv. Mitunter wirkt sie auch subversiv. Selbst der Hinweis darauf, dass sich die Bedingungen geändert haben, verändert oft lange nichts. Still und nicht einmal schlammheimlich hält Gewohnheit still. Ganz zu schweigen von Bequemlichkeit, ist ja auch bequem. Zeitgemäße Arbeit könnte anders aussehen. Da kommen wir noch dazu. Zuerst nochmal die Bildungsreformer. Da können Bildungsreformer Bildung als curriculare Inhalte auf formale Studienmuster auftropfen, so viel sie wollen. Da wird nichts draus. Der Verfassungsänderungszusammenhang, der notwendige Impuls, auch in welche Richtung die Änderung gehen soll, kommt nicht vor in solchen Vorgängen. Wissenschaftler, fragte hier einmal ein Arzt und Künstler, dessen Namen ich leider vergessen habe in einem Vortrag, Wissenschaftler ist ja nichts Schlechtes, aber wo bleiben die Könnenschaftler? Die Wirkung eingespielter Gewohnheiten, also Einblicke in unsere kognitive Verfassung, soll das folgende Beispiel zeigen. Also jetzt muss ich irgendwie das erste Bild haben. Passt. Der Bauer B. will sein Feld an seine Kinder vererben. Jedes dieser vier Kinder soll eine gleich große Parzelle erhalten. Und die Parzellen sollen nicht nur gleich groß sein, sondern identisch, deckungsgleich. So, jetzt könnte ich Sie ein bisschen basteln lassen und dann würden Sie nach einiger Zeit auf die Lösung kommen. Als erstes werden Sie vielleicht das versuchen, das sieht man aber sehr schnell, dass das die Lösung nicht ist. Die vier Felder, die da entstanden sind, sind nicht deckungsgleich, auch nicht gleich groß. Kann man gleich nachvollziehen, muss ich jetzt nicht im Einzelnen vorführen. Also, die muss eine andere Lösung her. Und wenn man etwas nachdenkt,
dann kommt man auch auf die andere Lösung. Die vier Parzellen sind deckungsgleich. Der Nachbar, der Bauer N, war auch kinderreich, hatte 5 Kinder und sein Grundstück sah ein bisschen anders aus. Hoppla, genau, oh, das war zu viel. Sie brauchen die Folie 3, ne? Ah, genau. Und, ja, genau. Sah so aus. Also, 5 Kinder, alle sollen ein Grundstück bekommen. Die Parzellen sind sollen deckungsgleich sein. 1, 2, 3, 4, 5, das ist gut. Das war schon bei den meisten viel zu langsam. Schön, die Striche auch waagrecht sind. Warum haben sie so lange gebraucht? Das ist die Frage. Und die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Weil sie vorher durch diese scheinbar etwas komplizierte Lösung verführt worden sind. Sie haben gedacht, nur es wird jetzt da sein. Das ist aber gar nichts. Das ist aber gar nichts. Man muss nur 4 Striche ziehen. 1, 2, 3, 4. Gleichen Abstand. Fertig ist die Laube. Das ist aber genau das Problem. Das ist genau das Beispiel. Einerseits geht es nicht einfacher und trotzdem auf das Einfache kommen wir nicht drauf. Warum? Weil uns unsere Erfahrungen im Weg stehen. Simple Verführung und schon Stolperstein. Weil ihre Gedanken die Aufgabe davor noch nicht verlassen hatten und sie eine, wie auch immer ähnliche, jedenfalls komplexere Lösung suchten, haben sie es nicht gefunden. Jedenfalls nicht ganz schnell. Eine Ausnahme vielleicht. 2. Sie steckten noch in der alten Geschichte. Die kognitiven Rahmenbedingungen, nicht die äußeren, die inneren, die Schere im Kopf, waren noch wirksam. So simpel geht Verführung. Und viele Muster sind natürlich noch viel stärker. Und hier ein wenig Verführung und schon steht man sich im Weg. Und unsere Geschichte, Geschichten, Traditionen, Gewohnheiten, Rituale und Bequemlichkeit sind noch viel stärker als simple Verführung. Wir werden unsere Scheuklappe nicht leicht los. Und unseren blinden Fleck können ohnehin bestenfalls andere sehen. Wir sind in Geschichte und Geschichten verstrickt. Wie geht die Literatur zur Ökonomik damit um? Sie tut sie relativ leicht, wie immer. Deswegen ist sie auch häufig so erfolglos. Die Literatur zur Ökonomik führt an dieser Stelle die Ceteris Paribus-Regel ein. Mit der Folge, dass alle Reflexion ausgeklammert bleibt. Tun wir mal so, als spielte nur das eine Rolle, was wir zu wissen vorgeben. Also in völliger Hybris hat ein berühmter Kollege mal bei einer Tagung gesagt vor Jahren, tun wir mal so, als wüssten wir nicht, wie es geht. Also weniger reflektiert kann man nicht mehr sein. Sollte seine Habilitationsurkunde zurückgeben. Das Felderbeispiel verweist auf die vielen wenig oder nicht durchschaubaren Gewohnheiten, denen wir bei Entscheidung ausgesetzt und nicht selten sogar
ausgeliefert sind. Wieso ist auf diese Weise überlegt worden? Ist ein Berater wirklich als Berater engagiert worden oder nur, um eine längst getroffene Entscheidung vor anderen zu rechtfertigen? Wieso ist trotz reiflichen Überlegens, trotz der eingehaltenen Vorgaben, das angestrebte Ergebnis verfehlt worden? Nun, vermutlich hat es Einflüsse gegeben, die im Prozess des Planens nicht bekannt waren, nicht zu erwarten waren. Und andere Einflüsse sind explizit, aus welchen Gründen auch immer, nicht für relevant erachtet worden und deshalb nicht in die Betrachtung eingegangen. Was waren das für Einflüsse? Warum hat der Bologna-Prozess zur Verschulung der Universitäten geführt? In dem Fall haben sogar einige gesagt, dass es dazu führen wird, hat aber die Entscheidenden nicht interessiert. Und wenn das so ist, warum ist sie überhaupt eben so gestaltet worden? Ist akademische Freiheit wirklich eine Retromode, die man leicht übergehen kann mit dem Bologna-Prozess? Zusammengefasst lautet das, was hinter allem dem, was ich bisher gesagt habe, als Resümee stehen könnte oder über allem. Hinter oder zu diesen Gedanken zur Reflexion und Dekonstruktion und zu der Hoffnung weiterzukommen. Zusammengefasst heißt das zunächst mal, nur die Praxis enthält die ganze Theorie. Nur die Praxis enthält die ganze Theorie. So wie wir jetzt in diesem Moment hier zusammen sind, sind alle Einflussgrößen dieser Zusammenkunft vorhanden, auch wenn wir nicht wissen, was alle heißt, uns auch nie wissen werden. Nur die Praxis enthält die ganze Theorie. Die praktische Situation und ihre Handhabung enthalten im Moment ihrer Existenz, ihres Seins, all ihre Bestimmungsmomente. Fatal daran ist, dass wir den Ausdruck alle nicht hinreichend und auch nicht annähernd bestimmen können. Nicht vorher und nicht nachher. Bewusst oder unbewusst lösen wir das Problem durch Annahmen und Rituale. Solange alle dran glauben, funktioniert es vielleicht sogar. Verschärfend kommt hinzu, dass diese Einflussgrößen selbst nicht fix sind. Aus unterschiedlichsten Gründen können sie sich im Zeitablauf ständig ändern und ändern sich auch. Jede Praxis fließt mit der Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit. Und jetzt ist die Theorie unseres Zusammenseins hier schon wieder anders, weil ich schon ein paar komische Sätze gesagt habe. Jede aufgeschriebene Theorie ist im Vergleich zur Praxis statisch und aufgrund der nie vollständig zu erfassenden Einflussvariablen und Wirkungsmöglichkeiten abstrakt reduziert. Sie geht von einem Sein aus, statt von einem ständigen Werden und Verändern. Jede Theorie, jede aufgeschriebene Theorie. Bei dem, was wir landläufig Theorie nennen, handelt es sich eigentlich nicht einmal um Theorie, sondern bestenfalls um Abstraktion. Abstraktion ist immer möglich. Von ihr führt nur kein Weg zurück zur konkreten Situation. Häufig werden ohne weitere Hinweise in sogenannten Analysen Vermutungen, voraussetzungsvolle und unerkannte Annahmen eingeschlossen, nicht selten auch Spekulationen und Konventionen, die für einen bestimmten Kreis von Menschen für einige Zeit Geltung haben. Zum Beispiel für das Establishment eines Faches, das ein starkes Netz und Bollwerk ist für alle, die was anders machen wollen. Die Schwierigkeit, durch vorhandene, aber nicht genannte, vielleicht auch nicht benennbare Voraussetzungen verschwinden wie durch Zauberei, wenn man die Unterscheidung von Objektivität und Subjektivität in die Betrachtung einführt. Plötzlich ist Wissenschaft dann objektiv. Die Schiedsinstanz, auf die alle glauben, sich berufen zu können, und Subjektivität ist digitigi. Das ist nur akzeptabel, wenn man zugibt,
dass die so erzeugten Wahrheiten methodenabhängig sind. Letztlich ist aber auch das noch subjektiv aufgrund der Methodenvorentscheidungen und ihrer Annahmen. Wir sollten uns daran erinnern, dass Subjektivität erst im 19. Jahrhundert zum Schimpfwort geworden ist. Und wir sollten darüber nachdenken, was uns dadurch verloren gegangen ist. Johannes Stübgen hat heute viel davon erzählt. Die immer mehr verfeinerten Mess- und Abbildungsmethoden zeigen keine Objektivität, obwohl Humboldt das bei der Erfindung der Fotografie noch geglaubt hat. Besser als die Originale, hat er gesagt. Die Messmethoden objektivieren Ideen und Dinge, indem sie sie auf im jeweiligen Moment jeweils messbare Phänomene reduzieren. Alles nicht Messbare geht dabei verloren, siehe die entsprechende Fachliteratur. Wie weit das geht, zeigt die ungenaue Übersetzung des Popper-Buches Objective Knowledge, dessen deutsche Fassung objektives Wissen lautet. Folgt man dagegen Poppers Gedanken, wäre objektiviertes Wissen ein angemessener Titel. So tun als ob und nicht so tun, als dass es objektiv ist. Popper will die Grenzen einer Behauptung oder Hypothese betrachten. Der Zugewinn besteht darin, dass sich in dem Moment, in dem die Bestätigung einer Hypothese kippt, etwas deutlich wird. Was ist das? Ein statistisches Ergebnis mit marketingaffinem Geschmack. In einer Diskriminanzanalyse ließe sich weiter fragen, welche Komponenten der bevorzugten Version J1 so attraktiv sind. Man kann aber auch anders denken und zumindest versuchen. Ein Mitarbeiter der Firma Danone beispielsweise ist einer Frage nachgegangen, bei der jeder Hard-Nosed-Signifikanz-Statistiker sich abwendet und höflich lächelt oder weint. Er fragte nämlich, was ist mit den 827 Ausreißern unter den 10.000 Probanden, die das Joghurt 2 besser gefunden haben? Vielleicht befindet sich unter ihnen der Trendsetter von morgen. Sind die Bestimmungsmomente dieser Personen als Ausreißer wirklich ein guter Grund, um ihnen kein Asyl zu gewähren? Es geht also auch sogar manchmal über Joghurt hinaus. Anknüpfend an den Dichter Buson, ich komme noch dreimal darauf zurück. Jetzt sind wir jetzt am Ende des Weges und stehen in Petersilie. Schränke transportieren, Schwarzfahrer kalkulieren, Grundstücke vererben, Kuh, Ziege, Schaf, Gnu, Affe, Elefant, Känguru, Petersilie. Wohin sind wir geraten? Immerhin lässt sich fragen, und die Frage des Joghurtherstellers ist eine solche, was nun? Und praktisch gedacht, niemand wird in Petersilie stehen bleiben. Nur der Weg zur Petersilie endet in Petersilie. Ansonsten geht jeder Weg immer weiter. Machen wir uns also auf den Weg aus der Petersilie. All unser Wissen hat uns in die Petersilie geführt. Das wussten wir vorher nicht. Es kann immer wieder passieren, das wissen wir jetzt. Aber wir sind ein bisschen gewarnt. Diese Warnung wäre ein wesentlicher Bestandteil eines Studiums, in praktischer Absicht und als Übung der Freiheit. Gern hören wir uns alles an, prüfen auch, in welchen banalen oder trivialen Situationen das bisher Gelernte und Erfahrene weiterhelfen kann. Aber wenn wir nicht gerade Suppengemüse suchen, dann wollen wir auch wieder raus aus dem Gemüsegarten. Mit Michel Foucault gesprochen, wir wollen nicht derart regiert werden. Wir wollen nicht derart regiert werden. Salopp formuliert, wir sind angekommen in der Praxis der Kritik und der Innovation. Wissenschaftlicher formuliert sieht das enger aus,
muss aber doch ketzerisch enden. Herrschende Wissenschaft definiert einen Rahmen, der die eigene Fachdisziplin von anderen Fachdisziplinen abgrenzt. Da steht zu oft Disziplin, um nicht zu merken, dass hier diszipliniert wird. Interdisziplinarität blickt schon ein wenig über den Zaun in die Nachbargärten. Meist in ausbeuterischer Absicht. Wer den Rahmen noch mehr erweitert oder überschreitet, heißt transdisziplinär. Nur wenn es gar nicht mehr weitergeht, wird der Rahmen des zugrunde liegenden Wissenschaftsverständnisses gesprengt. Das nennt man Paradigmawechsel. Letztlich wird aber auch da meist nur ein neuer disziplinierender Rahmen gesetzt. Das neue Paradigma wird nun ausgerufen und opportunistisch verehrt. Es hält wieder einige Zeit, schützt einerseits und grenzt andererseits wiederum aus. Sein Befolgen kann Karrieren fördern, sein Nichtbefolgen kann Karrieren zerstören. Wenn der Brunnen in dem Wissenschaftskral kein Wasser mehr gibt, gräbt man ihn tiefer, feuert den Brunnenmanager schließlich, stellt einen anderen an, bis auch der Nachfolger und sein Nachfolger kein Wasser mehr finden. Dann muss die Sippe Löcher in die Umbauung machen, um aus dem Kral hinauszukommen. Siehe auch die Geschichte der DDR. Dabei stellt man fest, dass der hohe Zaun, der hohe Rahmen, der heilige Gral, die Sicht auf Umwelt- und Umfeldveränderungen verstellt hat. Der Zug zu besseren Bedingungen beginnt. Langsam, bespöttelt bis bekämpft am Anfang, bis diese Wanderbewegung nach langer Zeit massiv einsetzt. Zulauf erhält, zunehmend auch opportunistisch. Strahlend verkünden die bisherigen Gegner einen Paradigmawechsel und versuchen sich so die Innovation unter den Nagel zu reißen. Bald wird ein neuer Kral mit einem neuen Zaun errichtet sein. Wieder wird mein Tellerrand die Grenze meiner Welt. Wieso meiner Welt? Was ist das überhaupt für eine Grenze? Was passiert, wenn ich mich nicht von der Grenze, vom Rahmen her bestimmen lasse, sondern den Rahmen anschaue, um ihn zu erforschen? Wenn ich also kritischer, das heißt in praktischer Absicht studieren will, in der Petersilie bleibt einem ohnehin nichts anderes übrig, wenn man nicht Petersilianer werden will. Unterstellen wir einmal, dass Sokrates ernsthaft gefragt und offene Fragen gestellt hat, deren Antwort er nicht wusste oder zu wissen glaubte. Also nicht ein verdammter Suggestivfrager oder ein Sudoku-Lehrer war, der seine Schüler fragte, was 2 mal 2 ist. Die offene Frage ist der Ausgangspunkt der sokratischen Hebammenmethode. Das systematische Konzept, die Methode aus der Petersilie, wie auch immer, hinaushelfen, die aus der Petersilie hinaushelfen könnte. In Frage stellen, den Rahmen anschauen, die Bedingungen und Bestimmungsmomente, das Feld, eine Situation, eine Argumentation, eine Sichtweise, den Mut, den Hass, die Freundschaft, das Andere und das Fremde wie das Vertraute, die Unfreiheit und die Freiheit, all das, was ein- und ausgrenzt, versperrt, all das behindert das praktische Weiterschreiten in der Zeit. Dieses Infragestellen gilt es zu üben beim Studieren als Praxis der Freiheit. Eine Uni ist kein Unternehmen. Das habe ich dir oft sagen müssen bei der Gründung dieser Universität, weil sowohl der Präsident als auch der damalige erfolgreiche und von mir sehr verehrte Unternehmer Mohn dies immer wieder geglaubt hätten. Ah, Mohn weniger. Aber der Würstner, der hätte es unbedingt so haben. Da habe ich ihm gesagt, dass er falsch liegt. Das hat er nicht gerne gehört, aber deswegen war es ja nicht verkehrt. Entscheidend sind nicht die Entscheidungen,
die getroffen werden in so einer Situation, das Tun und das Befreien von den gewohnten Bedingungen, das ist das Entscheidende. Also nicht die Entscheidung sind das Entscheidende, sondern das Entscheiden. Das Entscheiden. Ich werde es gleich noch deutlicher sagen. Letztlich entscheidend ist nicht, was wir sehen, sondern das, was wir nicht mehr sehen. Weil es uns zur Gewohnheit geworden ist, zur zweiten Natur. Die Bewegung ist nur manifest und immer ideologieverdächtig. Vorwärts kommen wir durch das Bewegen. Die Forschung mag stolz sein auf ihre Ergebnisse. Erzielen lassen sie sich nur durch Forschen. Es gibt Leute, die meinen, sie machen Bilder mit dem Fotoapparat. Der Wilhelm Flusser hat in einer wunderbaren Untersuchung über eine Theorie der Fotografie geschrieben, die werden nie gescheite Bilder machen. Fotografieren heißt den Fotoapparat erforschen und sich nicht regieren lassen von einer Technik, die wir nicht durchschauen. Oder wie auch immer, die uns die Objektwahl abnimmt, die Motivwahl, die uns Glauben machen will, mit ihren Marketing-Sprüchen, dass sie uns die Motivwahl abnehmen können. Nein, fotografieren heißt den Fotoapparat erforschen. Und ob das eine umgebaute Schuhcremeschachtel ist oder ein professioneller Fotoapparat, ist völlig wurscht. Die Bewegung. Also letztlich entscheidend ist nicht, was wir sehen, sondern das, was wir nicht mehr sehen, weil es uns zur Gewohnheit geworden ist, zur zweiten Natur. Die Bewegung ist nur manifest, immer ideologieverdächtig. Bildung und auch Einbildung sind feste Silos, auf deren Bestände sich mehr oder weniger treffen, zurückgreifen lässt. Wollen oder müssen wir uns aber aus praktischen Gründen im Zeitablauf bewegen, dann ist Bildung als Ergebnis kein hinreichendes Resultat. Lebenslanges Forschen, forschendes Lernen ist das Stichwort für ein tätiges Werden, ein immerwährendes sich Bilden und Hinterfragen. Also bilden, forschen, entscheiden, beurteilen, bewerten, ausschließen, anerkennen, abwerten, anfeuern, hinterfragen, konstruieren, dekonstruieren, studieren. Und so weiter. Verben heißen auf Deutsch Tunwörter. Tunwörter. Weil sie ein Tun beschreiben. Sie verweisen auf Tun, Bewegung, Aktivität, Dynamik. Macht man aus diesen Tunwörtern Substantiva, meist durch Anhängen einer Umsilbe, Entscheidung, Forschung, Bewegung, Entwicklung, und so weiter. Bildung, Begünstigung, werden daraus statische Wörter, Ergebniswörter, Ergebniswörter und nicht mehr Bewegungswörter, nicht mehr Tunwörter. Und die Aktivität geht verloren. Sie können es alle selbst ausprobieren, wenn Sie einen Text von sich nehmen. Eine Seite, halbe Seite, einfach übungshalber. Und machen Sie mal aus allen Unwörtern in diesem Text wieder Tunwörter, Verben. Und Sie werden sich wundern, was für eine Dynamik dieser Text plötzlich enthält. Statt vorher diese Vorschreibung mit als käme ich vom Amt und hätte was Sicheres in der Tasche. Also, die Unwörter sind statisch. Sie sprechen von der Verordnung von Ergebnissen und nicht von dem Weg zu diesem Ergebnis. Die Methode aber ist der Weg. Der Bologna-Prozess ist in der Hochschulpraxis paradoxerweise nicht als Prozess angekommen, sondern letztendlich durch neue oder alte, auf jeden Fall festgeschriebene Curricula. In ihnen wird Studium so organisiert, dass es einer Evaluierung unterzogen werden kann. Anrechnung oder Aberkennung sollen entsprechend
der gewählten Evaluierungsvorschriften als Verwaltungsakt etabliert werden. Als Ergebnis, friss Vogel oder stirb. Wird das fixierte Ziel des Studiums erreicht, ist das Studium abgeschlossen. Punkt. Jetzt kommt die Umsetzung. Umsetzung. Außerhalb der Universität, in der Unternehmung. Stattdessen ließen sich dynamisch formulieren. Das Studieren geht weiter. Es gibt ein Studieren nach der Universität. Als ich hierher kam, bin ich gefragt worden, ob ich tatsächlich meine Altersversorgung aufgegeben habe, weil ich als Beamter ausgeschieden bin. Ich habe gesagt, ja. Die Reporterin von der Zeit sagte, ja und? Ich sagte, ich habe gehört, es gibt ein Leben vor der Pensionierung. Dann kam ich nach Innsbruck, bin ich wieder Beamter. Habe auch noch eine deutsche Rente aus der Nachzahlung für die Jahre hier. Dann kam die wieder und sagte, jetzt sind Sie wieder Beamter. Was sagen Sie jetzt? Haben Sie wieder die übliche Altersversorgung? Habe ich gesagt, ja, bin jetzt 11 Jahre älter. Ich habe gelernt, es gibt auch ein Leben nach der Pensionierung. Also, es lässt sich immer dynamisch formulieren. Nach Pensionierung hätte ich nicht sagen dürfen. Nach dem Pensionieren. Das Studieren geht weiter. Wenn wir in komplexen Situationen, also schade, dass erst nach dem Studieren, so wird immer behauptet, die Umsetzung kommt. Das kommt ja gar nicht. Das Studieren geht weiter und das Umsetzen geht auch weiter. Und möglichst Hand in Hand oder sozusagen nicht ganz parallel und unabhängig voneinander. Wenn wir in komplexen Situationen nicht nur großes Wissen, sondern auch die Freiheit benötigen, um darüber hinauszugehen, stellt sich die Frage, wie soll sich Freiheit vermitteln? Hätte diese Freiheit nicht schon beim Studieren erlebbar sein sollen? Ja, hätte. Hätte sollen. Wieso erinnere ich mich an Humboldt? Wissen wird in einer Lehre vermittelt. Als ich studiert habe, musste man eine abgeschlossene Lehre mitbringen, um Betriebswirtschaftslehre studieren zu können. Fehlte die Lehre, wurden einige Grundtechniken in sogenannten pädagogischen, propädeutischen Vorlesungen vermittelt und geprüft. Was danach kam, war aber wiederum in erster Linie Lehre, Betriebswirtschaftslehre, Techniken, Werkzeuge, Instrumente. In der Vorlesung Methoden der Betriebswirtschaftslehre habe ich nichts über solche Methoden erfahren, sondern etwas über Beschaffung, Produktion, Absatz und Finanzierung. Verkehrt war das nicht, als Handwerkszeug sogar unumgänglich. Das Aneignen verlangte aber keinen Gedankengang. Drill, Lehre haben es auch getan. Methoden der Betriebswirtschaftslehre waren das in meinen Augen nicht, sondern Methoden der Betriebe. Die muss man auch können. Aber ich wollte ja studieren. Methoden der Betriebswirtschaftslehre hätte wenigstens einen Hauch von Erkenntnistheorie vermitteln sollen oder enthalten sollen. Dann hätte man vielleicht etwas zu der Legitimation sagen können, wieso nimmt er da vorne überhaupt sich das Recht heraus, zu behaupten, er wüsste was. Das ist nie behandelt worden. Sie haben natürlich recht, wenn bei Ihnen der Verdacht aufkommt, Betriebswirtschaftslehre steht hier vielleicht nur als Platzhalter für viele andere Fachdisziplinen. Überall ist Wunderland, überall ist Leben, bei meiner Tante im Strumpfband und irgendwo daneben. Ringeln, als würde ich mir verzeihen. Überall gibt es genügend vor der eigenen Tür zu kehren. Das Drehen und Wenden des betrieblichen Instrumentariums erfolgt bis heute im Rahmen der fortgeschrittenen Seminare. Weitgehend im Rahmen der herrschenden Lehrmeinung, des herrschenden Paradigmas oder der Meinung des herrschenden Professors. Nur einige vorlaute Studierende fragen danach, wie voraussetzungsvoll
was vorgetragene ist, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bei den Kernaussagen der Diskussion oder des erweiterten Diskurses thematisiert werden könnten oder sogar müssten. Gelegentlich gelingt sogar der Humboldtsche Gedanke, dass beim Studieren an einer Universität ausschließlich Erwachsene anwesend sind. Dann weht ein Hauch akademischer Freiheit herein. Man muss nicht verkommen, aber man hat das Recht. Vorausgesetzt, man ist nicht schon längst, also diesen akademischen Hauch, den spürt man nur, wenn man nicht schon längst durch die technokratisch-funktionalistische Vermittlung der Werkzeuge überformt worden ist und das Denken irgendwie zu einer, wenn ich in Vergessenheit geraten, zu einer kleinen Nebenbeschäftigung verkommen ist. Was dagegen zu tun ist und was bis zu einem gewissen Grad den Satz nur die Praxis enthält, die ganze Theorie fortführt, stammt von dem großen Arbeitspädagogen, der vor gut 100 Jahren den Satz geschrieben hat, 110 Jahren, Hugo Gaudig. Sein Kern, der lebte so zur Zeit von Kirchensteiner und gehörte damals zu dem sogenannten neuen Pädagogen. Hugo Gaudig hat den Kernsatz geschrieben, ich habe den oft zitiert und nie geschaut, ob es wirklich stimmt. Und einmal habe ich im Netz gegoogelt, Hugo Gaudig, und da kam eine Seite und da stand oben drüber, genau dieser Kernsatz, war ich erlöst. Der Schüler muss Methode haben. So heißt dieser Satz. Der Schüler muss Methode haben. Das meint nicht Methodchen, Rechenverfahren und Instrumente, die muss man auch können, sondern die Fähigkeit zu reflektieren. Wie nehmen wir ihm denn den Schrank? Oder wie Minister den Kasten. Urteilsfähig zu werden, immer wieder neu. Und entscheiden zu können, immer wieder neu. Bei Goethe heißt es, immer neu sei die Erfahrung. Gute Hochschullehrer vermitteln beispielsweise Statistik nicht technokratisch als eine Sammlung von Instrumenten der Statistik. Sie vermitteln die Instrumente zusammen mit den getroffenen Vorentscheidungen bei der Entwicklung dieser Instrumente und bei der Anwendung dieser Instrumente und unter Umständen im Bewusstsein zu treffender weiterer Vorentscheidungen, wenn sie eingesetzt werden sollen. Und Studierende lernen auf diese Weise mit den Instrumenten umzugehen, sie zu modifizieren, sie zu verwerfen. Sie lernen, dass sie beim Verwenden der Methoden und Instrumente entscheiden müssen. Das ist kein Lego-Stabilbaukasten, wo die Teilchen zusammenpassen. Man muss entscheiden, wie man gehen will, was man tun will. Man muss das auch verantworten. Da bin ich, aber das lasse ich jetzt mal weg, sonst kommen wir auch noch ins Moralische. Das mögen die Ökonomen schon gar nicht. Jedenfalls, wenn es ihnen nichts nutzt. Wir müssen also Methode haben, damit wir beim Verwenden von Methodchen und Instrumenten entscheiden können, woher wissen wir, was wir zu wissen vorgeben. Egal, ob als Wissenschaftler oder als Praktiker, egal, ob als Studierende oder als Professor. Multiple Choice geht da nicht. Das schließt sich aus. Das ist einfach wieder so Doku. Bildung ist gut, sich weiterbilden geht darüber hinaus. Es ist reflektieren und entscheiden, was die Studierenden von berufsbegleitenden Weiterbildungsseminaren in Bezug auf ihre Fälle, was diesen Studierenden von mir zugemutet wird in den Bezug auf ihre Fälle, ist genau dieses, reflektieren und entscheiden. Das geht bei diesen Menschen mitunter leichter als an der normalen Uni, weil ihr Vertrauen in die abstrakte Theorie durch ihre Praxis
bereits mehr oder weniger korrodiert ist. Allerdings, nur die äußeren Rahmenbedingungen sind meist rasch benannt. Aber was sind die inneren? Welche Vorentscheidungen stecken bereits im Schildern des Falles? Wo wird, warum ein Gedankengang abgebrochen? Was sind kognitive, mentale Vorprägungen beim Schildern der Fälle oder beim Beschreiben einer Situation? Mental, hat der Boris Becker gesagt, als er angefangen hat, daneben zu hauen, mental hat sie, systematisch wird das in der Regel weiter nicht verfolgt, sondern eher als amüsante Episode eingestreut. Dabei ist es letztlich der entscheidende Schritt auf dem Weg praktischen Gehens. Natürlich kann man sich vornehmen, auf den Mount Everest zu steigen, aber das Wollen reicht nicht aus. Das benötigt Potenzial. Potenzial ist ein Mittel, das Möglichkeiten sucht. Wer das bergsteigerische Potenzial nicht mitbringt, lässt sich hinauftragen. Die benötigten Sherpas anheuern und bezahlen zu können, ist natürlich auch ein Potenzial. Auch die Kenntnis des japanischen Sprichworts, nur Dummheit und Rauch steigen auf, hilft mir manchmal, wenn ich nicht auf einen Berg steigen will. Zugleich wird erwartet, dass diese Träger das Potenzial haben, also die Sherpas, mit Überraschung umzugehen. Es ist wie bei einem Boxer, das Ende lässt sich nicht trainieren, es fügt sich. Das Potenzial zu diesem Sieg muss dennoch angelegt werden, im Training, durch Doping oder wie auch immer, oder durch die erlernten Freiheiten beim Studieren. Dreht man die Ziel-Mittel-Betrachtung der traditionierten Entscheidungstheorie um, öffnen sich mehr Möglichkeiten, als der mehr oder weniger zwangsneurotische Weg des Verfolgens eines Ziels. Gehen wir von unseren Potenzialen aus, persönlichen und oder auch von denen der Organisation, in der wir arbeiten, können wir fragen, was können wir mit unseren Potenzialen in einer konkreten Situation im eigenen oder Firmeninteresse anfangen? Da mag im Hintergrund irgendwo auch ein Ziel vorkommen, vielleicht aber auch ein anderes, innovatives Bewegen nahegebracht werden. Und das ist der Gedanke für die Studierenden, für das Studieren. Welche Erfahrung, welche Vorurteile, welche Wissensbestände, welche Sozialisationsrucksäcke, welche Ideologien, welche Indoktrinationen, welche Gewohnheiten ver- oder behindern den Umgang mit der Freiheit? Bei Lehrenden und Lernenden. Und, das ist jetzt gar nicht pathetisch gemeint, sondern kritisch, welche Erfahrungen, Vorurteile, Wissensbestände, Sozialisationsrucksäcke, Ideologien, Indoktrinationen, Gewohnheiten, Werkzeuge und vermeintliche Wahrheiten lassen sich in praktischer Absicht beim Studieren rekonstruieren, um die Menge der Optionen zu erweitern. Über alle Instrumente hinaus ist die Praxis des Studierens ein Wechsel der Position vom außenstehenden Beobachter zum sich selbst als Gegenstand der Analyse wahrnehmenden Entdecker. Uns in unwegsamem und unbekanntem Gelege oder in einer Gemengelage zu bewegen, müssen wir entscheidungsfähig sein. Der Sprung ins kalte Wasser muss unterstützt werden, damit er gewagt werden kann. Zum Beispiel können Studierende von der Universität oder von Sponsoren ein Budget erhalten, um Studienabschnitte autonom zu gestalten, durchaus im Rahmen der formalen Prüfungsordnung. Als wir vor Jahrzehnten das Wittener Konferenzstudium entwickelt haben, war das bereits ein Vorschein auf solche Möglichkeiten des Studierens als Praxis der Freiheit. Ähnliches gilt zumindest für einige Ausformungen für die Praxis des Mentorenfirmenkonzepts. Da Praxis ein Prozess ist, der die komplexe Welt entsprechend der Spannweite vorhandener und zu entfaltender Potenziale nur in Freiheit nutzen kann, ist die Praxis des Studierens ebenfalls als so ein Prozess zu organisieren.
Wenn schon der Weg in die Petersilie unvermeidbar ist, dann sollten wir dieses feine Gewürz und Gemüse wenigstens nicht zertrampeln, sondern behutsam innovative Ausgänge finden. Studieren. Ich schließe mit einem kryptischen Gedankengang. Nicht in der Hoffnung, sondern in der Gewissheit, dass das sowieso weitergeht. Studieren als Praxis der Freiheit lässt sich nicht überholen. Was also ist der feine Unterschied zwischen Bildung als Praxis der Freiheit und Studieren als Praxis der Freiheit? Ohne den feinen Unterschied von Bourdieus Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft auch nur andeutungsweise gerecht werden zu können, formuliere ich mit einer Anleihe an diesen großen Gesellschaftswissenschaftler und Philosophen eine Vorbemerkung zu einem ungeschützten Versuch, einen Weg aus der Petersilie, zum letzten Mal Petersilie, aus der Petersilie anzutreten. Ein umfassendes Verständnis von Studieren ist erst dann gewährleistet, wenn dem Studium im eingeschränkten Sinn von curricularer Bildung der weiter gefasste Begriff Studieren als Praxis der Freiheit eingefügt wird und der raffinierteste Geschmack für erlesenste Objekte sich wieder mit dem elementaren Schmecken von Zunge und Gaumen aller Beteiligten verknüpfen lässt. Ich wiederhole, ein umfassendes Verständnis von Studieren ist erst dann gewährleistet, wenn das Studium im eingeschränkten normativen Sinne von curricularer Bildung, wenn diesem Studium der weitergefasste Begriff Studieren als Praxis der Freiheit eingefügt wird und der raffinierteste Geschmack für erlesenste Objekte sich wieder mit dem elementaren Schmecken von Zunge und Gaumen aller Beteiligten verknüpfen lässt. Das können Sie heute Abend ausprobieren.